Ja, moin moin, liebe Vatertagsfeierer, liebe Bollerwagenbauer. Morgen ist es soweit, Vatertag steht vor der Tür und unser Bollerwagen-Contest vom Holzentor. Wir sind jetzt wieder bei Sektor 51 bei den Jungs. Die haben nämlich unseren Bollerwagen hier vom Hagebaumarkt bekommen, haben ein bisschen aufgepimpt. Ich weiß, wir dürfen das Thema schon verraten. Haben wir. Das Thema war Star Wars. Ja, wir gehen mal rein. Wir sind richtig gespannt. Wir sind ja so gespannt. Gleich dürfen wir unseren Bollerwagen. Ich teste die Nebelmaschine. Das wird was werden. Wie geil ist das denn? Hier kommt der Kassenbierer. Ich fahr einen X-Wing weiter. Das ist der Pisse Star Cruiser. Ja, ich glaube. Nenn mich Skywalker. So, das ist einer der Rebellen-Mechaniker, der diesen schönen X-Wing gebaut hat. Ja. Was fühlst du dabei? Ich bin heiß auf Donnerstag. Ich denke, wir werden mit dem Ding direkt zum Holztor fliegen. Schätze ich. Wir werden dann direkt da vielleicht ein bisschen die anderen Bollerwagen weg. Möge die Macht mit uns sein! Ja, wir erwarten euch. Wir haben auch richtig Bock auf eure Wagen. Vielen Dank an Sektor 51. Hat den wir mega für das geile Teil. Vielen Dank an den Hagebaumarkt für den Rotdiamanten. Ja, und für den Gewinner haben wir natürlich morgen auch noch was. Erstmal jeden Teilnehmen, den solange der Ford reicht. Dann ist McDonalds an der Lumine so eine ultra geilen Bredder zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr nachher euren Schinken, euer Grillfleisch drauf essen. Und ja, Edeka. Edeka Center in der Ziegelstraße sponsert dann auch noch ein bisschen Bier. Alles, was man so braucht und das alles für den Gewinner. Genau, und McDonald's haut auch noch mal ein paar Gutscheine raus, also der Gewinner ist auf jeden Fall versorgt morgen. Da geht einiges. Ja, vor allem mit einer ordentlichen Essensgrundlage könnte ganz wichtig sein. Wer ist denn der Hund? Das ist der Hund. Ja, unser Wagen zieht alles an hier. Ja, wir freuen uns auf euch und morgen geht's los. Juhu.